Das österreichische Jugendmagazin. In deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Cool Hits made in Austria. Ab sofort im Handel oder auf iTunes erhältlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cool Talking. Für unsere Sommersendung haben wir wieder einiges für euch zusammengepackt. Zum Beispiel schaut Batman bei euch vorbei. Außerdem haben wir, Achtung Jungs, aufgepasst, die sexy Girls der Band Luminized getroffen. Und falls ihr euch fragt, wo ich heute bin, Cool Talking ist exklusiv zu Gast zu Hause bei der Kabarettistin und Stimmenimitatorin Marion Petritsch, die ihr viel besser als die Fischgräte von Ö3 kennt. Marion Petritsch, wir sind heute zu Gast bei dir in deinem Wohnzimmer auf deiner bunten Couch. Du bist auch immer bunt, ja. Vielmehr gelb. Und du bist die Fischgräte. Wir kennen dich von Ö3. Für alle, die dich nicht kennen als Fischgräte, wer ist die Fischgräte überhaupt? Die Fischgräte ist eine Kunstfigur, dahingehend, als ich eine Haushälterin imitiere, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Graz auch aufgewachsen in einem Hochhaus und in 12-stöckigen Hochhäusern gibt es Reinigungsdamen, die halt runterwaschen, wo man Waschmünzen kaufen kann und so weiter. Und die ist aus Leibniz, also die gibt es jetzt nicht mehr im Haus, aber Heiligenkreuz am Wasen. Und die hat man natürlich oft gehört, wenn das durch das ganze Stiegenhaus gehallert hat, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Aufträge erteilt hat in einer Form wie Baby, bring die Leiter, bitte. Und das ist mir in meinen Kinderohren, war das wie ganz eine eigene Sprache, weil wir relativ schön gesprochen haben zu Hause, wo wir sind Graz, also wenn man sich nach der Schrift gesprochen, aber nicht steirisch. Also der steirische Akzent ist auch der schwerste, den ich mir angelernt habe, um diese Figuren wirklich zu imitieren. Es ist eine Person, die es gibt. Viele fühlen sich angesprochen, weil in der Steiermark vor allem jeder jemand kennt, der was so redet und sich abhaut, weil der Kultsatz, das ist ja das, der nichts bedeutet, bekannt ist. Das heißt nichts, es sind Pausenfüller, wenn du sprichst, dass wenn jemand gerade nichts einfällt, dann ist jetzt Pause, jetzt redet gerade niemand und einer hält jetzt nicht aus und sagt dann, das ist ja das. Und das ist der Pausenfüller und deswegen auch, das ist auch eben ein Kultsatz dieser Fischgräte. Das ist ja das, mit dem Kammerl des Schreckens bist du unterwegs. Was tut die Fischgräte im Kammerl? Die Fischgräte löst einen Kriminalfall auf in einem riesengroßen Shoppingcenter und das heißt Grelle Freude, ein riesen Kaufhausparadies und dort putzt sie quasi nur zur Tarnung. Inkognito bitte! Und mit dem Beißen und mit dem Käbel, damit es nicht auffällt und sie hört eben ein Geräusch, das sie als Schuss outet und geht dann innerhalb von einem ganzen Tag der Sache nach und kommt von Station zu Station, da gibt es ja ganz, ganz viele Geschäfte in einem Shoppingcenter und fragt immer, wird immer aufgehalten und strudelt von einer Turbulenz in die andere. Am Schluss klärt sie es natürlich auf, aber das Kammerl des Schreckens ist, du kannst jetzt sagen, es ist das Putzkammerl oder es ist das Kammerl der letzten Szene, das ich jetzt noch nicht sagen darf, für alle, die das noch nicht gesehen haben, aber auf jeden Fall, der Titel ist natürlich genial, weil er gewisse Ähnlichkeiten zu ganz bekannten Büchern vorhanden ist. Ne? Man kennt dich ja nicht nur als Fischgräte, sondern auch als viele Stimmen vieler Promis. Wen hast du denn so aktuell neu in deinem Repertoire, außer der Fischgräte? Wer spricht dich besonders an und wie einfach oder schwer ist es, Stimmen zu erlernen? Ich lerne übers Ohr und ich lerne das wie eine Melodie. Dann schaue ich, wo liegt die Auffälligkeit dieser Stimme. Liegt ein L relativ weit vorne, relativ weit hinten? Beispiel ist, Luft liegt vorne, L, Ballon liegt hinten. Wir haben ja zwei L. Wenn da jetzt jemand das verwechselt und sagt Luftballon, ist das eine Auffälligkeit, das fällt auf. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, denkst du dir nur, der redet komisch, sagt komisch Ballon. Ich gehe dem Ding aber nach, recherchiere und schaue, wo liegt das. Ich beschäftige mich auch sehr, wie man sieht und hört, mit Sprache. Und es ist einmal schwerer und einmal leichter. Also neu dazugekommen sind jetzt die Männer. Ich habe jetzt auch einen Wolfgang Ambros bei mir im Programm. Dann war da mein Männer, den Altpapst, den hatte ich im letzten Programm, den jetzt nicht mehr. Die Figuren, die man kennt, auch über Ö3, also auf Jonas Warowski, Ingrid Turner, Gerda Rogers, Vera Russ, von Geschrott,
kommen auch fragmental in diesem neuen Stück Fischgräte und das kann man nicht schreckens vor. Sie müssen schnell gehen, um deine Frage nochmal zu beantworten, die du vor 15 Minuten gestellt hast. Arabella Kiesbauer habe ich vor 8 Jahren, als noch diese Starmenia-Geschichten waren, immer wieder probiert, aber ich krieg sie von der Stimmröhre nicht so hin, dass es klingt wie eine Arabella. Also lasse ich sie. Gibt ja genug andere, die Auffälligkeiten haben. Zum Beispiel Gerda Rogers, mit der du nicht nur die Stimme gemeinsam hast, sondern auch die Leidenschaft für die Sterne und die Astrologie. Wie stehen denn die Sterne für den Sommer 2015? Any ideas? Also ihr hättet schon mal Folgendes gesehen. Wir haben 2015, haben ein Jupiterjahr. Das heißt, das goldene Füllhorn ist uns hold. Aber wir müssen selber schauen, was wir da hineinpacken. Das heißt, die Götter können wirken und die Sterne können wirken. Aber wenn wir Müll hineinpacken, wird es uns Müll schicken. Weil die fragen ja nicht, die liefern ja, was wir uns wünschen. 2014 war ein bisschen kritischer. Da haben wir Saturn gehabt. Also hat schon den einen oder anderen Vogel rausgehauen. Aber 2015 stehen die Sterne sehr, sehr gut. Vor allem für die Zwillinge, sind die Glückskinder. Mal gesehen. Gott sei Dank sind wir Zwillinge. Nicht nur du, liebe Marion, hast es drauf, sondern auch die 4 Mädels der Band Luminize. Die Girls kommen aus Kroatien und wir haben sie exklusiv in Wien für euch getroffen. Hi, we are Luminize and you are watching Cool Talking. So I'm glad that you are here, 4 girls and me. You are a very energetic girl band from Croatia, but you're living in the Netherlands. Yeah, funny. What's about that? Funny combination, yeah. We are from Croatia, but we were a cover band there and we always wanted to do our own songs. So the first opportunity we got abroad was the Netherlands. And in a 1 year of going back in there and coming back to Croatia, we decided to move. So, but yeah, we like it there. So you're all looking like models, so how much time does it take that you look like you look that? I woke up at 7:45 and I was at the breakfast like 8:30, so 45 minutes. Let's talk about your music too. Your new single, Get It Back. What do you want to get back in life, or what do you not want to get back? I'm gonna hand it. I talked a lot. Oh, really? She didn't talk. I wanna get back my childhood. I feel old. Like when they ask us, how long have you been a band together? We've been together for 13 years. And then I'm like, oh, wow, I'm old. But I'm not old. Like we have a lot of experience that, and we traveled a lot with the band, and that is something that we will remember forever. So I don't know. Get it back. Can I take your mic? Yes. So Get It Back, it's actually the song that talks about not to lose hope and faith and not to get depressed of the problems that you're struggling with in the moment. Especially girls can handle like breakup or losing a good friend or something like that really pretty hard. So it should be like more positive and not to get, so Get It Back is a song about not losing the faith and hope and to be tough. Are you finished? I'm not finished yet. One last question. What's the goal for Luminize? Do you have any dreams? Yes. Any secrets you want to tell us? We don't want to tell our secrets. Then there wouldn't be secrets. But of course we have dreams. Our short-term goal for now is to record our album. It's going to be out in September. And after that, now we have a lot of festivals this summer, but for the next summer, we are hoping to be headliners. For some festivals. Yeah, yeah. And now we are kind of in Netherlands, Austria and Balkans, so we are hoping to spread it all over the Europe. Which star you wanna support maybe, if you not become a headliner? I'm counting on becoming a headliner. Okay. No stars, just Luminize or the stars. That's the best option, I think. Yeah. Die Vogeln hast du zumindest am Ohr. Wie oft sagt er, ja, Enten gehören zur Familie der Vögel. Wirklich? Ist das so? Warte. Mein Gott, sie sollten. Oh. Gell?
Schön. Ich mal deine Ente anfassen. Ist gut, ne? Guter Trick. Damit möchtest du. Wie oft du eigentlich beschuldigt wirst, einen Vogel zu haben? Mit oder ohne Enten? Immer, weil es so schön ist, verrückt zu sein, nicht der Norm zu entsprechen, anders sein zu dürfen, dahingehend, als ich authentisch bin. Weil du bist ja, fühlst ja das, was in dir ist, und das bringst du dann ins Außen. Also ich habe auf meinen alten Tag aufgehört, gefallen zu wollen. Weil wenn jemand ein Problem hat, hat es ja er. Ich bin ja nicht da, dass ich das jetzt löse mir gleich mit eigenen, ich meine nur. Aber das ist, verrückt sein ist nicht mit dem Strom schwimmen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und ich bin schon auch eine Rebellin, aber jetzt nicht so, schau, ich bin anders, sondern ich habe irgendwie so einen größeren Auftrag, den ich fühle, deswegen spiele ich auch vor Publikum oder bringe auch Talente dafür mit, dass ich Freude vermittle. Dass ich die Leute spüren lasse, es geht übers Fühlen. Ich bin, also ich denke, also fühle ich, ist das ja, sag das ja so, nicht bin ich. Dass sie nach Hause gehen und ihre eigene Leichtigkeit fühlen. Mit dem Klamauk, den sie da bekommen, da ist natürlich auch Subtiles dabei. Wenn es einer mitkriegt, eine Information, ist es gut. Wenn nicht, hat er gelacht. Wie du erleuchtet wirst, ist dem Kosmos egal. Hauptsache, ich bringe dich glücklich aus dem Laden. Und das merke ich, wenn Leute Karten geschenkt bekommen und in der ersten, ich sehe die erste Reihe meistens, und irgendwie habe ich da Karten gekriegt, muss ich halt hingehen. Und du siehst die Körpersprache. Spätestens nach dem ersten Lied oder mit dem ersten Lied geht die Wirbelsäule auf, geht das Herz auf, es neigt sich dem Himmel zu und die Hände gehen von der Verschränkung weg. Der Klang geht sofort ins Herz. Und deswegen ist die Musik auch so wichtig in meinen Shows. Wann haltet Marian einmal die Klappe? Wenn du eine Zwischenfrage stellst, da war ich jetzt brav, ich habe nicht reingeredet. Korrekt. Wir kommen zurück zur Fischgräte, denn die ist über den Sommer hinweg sehr, sehr aktiv. Zum Beispiel am 10. Juni in Graz. Wo sind wir denn sonst noch unterwegs? Ich tapeziere ja nicht rein zufällig meine hochtolle, weiß gestrichene Wohnzimmerwand mit einem Poster. Ja, 10. Juni, ganz, ganz toll. Es gibt noch die letzten zwei Reihen. Ich freue mich sehr. Casineum funktioniert ganz, ganz toll. Sonst bitte auf die Homepage gehen. Ich bin dann in Wagner, 26. Juni. Und dann geht es wieder weiter im August. Also Juli ist die Sommerpause, die einzige Möglichkeit auch wegzufahren, weil Juli sollte es heiß sein. Voriges Jahr war es nicht so. Gibt es einfach kein Kabarett oder einfach nur interne oder geschlossene Veranstaltungen. Und dann geht es wieder im Herbst weiter. Falls es im Sommer mal nicht so heiß ist, haben wir für euch einen ganz besonderen Tipp. Dunkle Tage sind angebrochen, Batman. Die Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Aus der Asche Arkham Citys lodert ein Feuer und Gotham brennt. Ich sehe dasselbe Feuer in deinen Augen. Noch bevor die Nacht vorüber ist, wird dich das Feuer verzehren. Gotham braucht einen neuen Retter, einen neuen Beschützer, einen neuen Batman. Thank you.
Gibt es denn Momente, wo du ganz unlustig wirst? Wann geht dir was total gegen den Strich? Oder wann wirst du wirklich schweigsam und gehst in dich? Wenn Menschen was betrifft, Ungerechtigkeiten gehen gar nicht. Da muss ich auch aufpassen, dass ich mich nicht einmische in Dinge, die mich nichts angehen. Einfach, ich ergreife schnell Partei für jemanden oder etwas. Oder Diskriminierung, Rassengeschichten oder so. Also geht gar nicht. Ich meine, wir haben 2015. Wann wacht die Menschheit auf? Du bist auch schweigsam in einer ganz bestimmten Position oder in bestimmten Positionen. Ja. Du schaust mich jetzt völlig fragend an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du machst gerne Yoga. Und wenn ich Yoga gehe und in der Yogastunde bin, kann ich nicht reden. Das ist einfach großartig. Zu viel Reden erschöpft auch. Ich merke es erst meistens, wenn ich in die Erschöpfung gehe. Das ist schon ein gutes Zeichen, sonst habe ich es immer zu spät gemerkt. Aber das ist sehr gut, weil das beruhigt Seele und Geist, und du bist körperlich total aktiv, weil es sind ja jetzt nicht irgendwelche Kindergartenstunden, sondern wirklich, wo du gefordert bist, und das ist ganz toll und ich liebe den Kopfstand. Yoga ist ganz wichtig. Ich bin ganz traurig, wenn ich es einmal 2-3 Wochen nicht schaffe, merke ich, dass die Gelenke schon quietschen, einrosten. Gestern war ich wieder, und wenn du lang im Hund bist, wo du schön dehnst, springst du dann wieder wie eine 22-Jährige aus dem Bettchen. Ja. Petrusch ist ja auch nur kurz über 22. Ja, okay. Ganz knapp. Magst du uns denn irgendwas Ommiges zeigen, was wir schnell lernen von dir? Ich mache jetzt hier irgendwas auf meinem Wohnzimmerboden. Wenn der Kopfstand jetzt nicht gelingt, ist es natürlich blöd. Es gibt ja viele Asanas. Oder die Fischgräte sagt Ananas, weil die merkt sich das nicht. Dabei bemerkt sie es auch nicht, der meine ich, aber bei dem ist sowieso Topfen und Salz verloren, wurscht. Aber wenn es die, es gibt ja ganz, ganz viele dieser Figuren, wenn es die Figur der Ente gibt, das hätte jetzt natürlich schneller funktionieren müssen, dann kommst du noch einmal und dann mache ich dir die Ente. Großartig. Gut aus der Szene manövriert, Frau Petrusch. Möchten Sie danach sonst noch was hinterlassen? Ja, authentisch sein, aus dem Herzen agieren und im Außen nicht suchen, was wir ohnehin alle in unseren Herzen haben. Wie schön war das jetzt? Das ist ja das. Das ist ja das. Großartig. Wir waren toll. So, da sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Aber wie immer gibt es von mir eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Checkt euch das Jugendmagazin Cool, Österreichs einziges Jugendmagazin, in eurer Trafik, im Zeitschriftenhandel oder an eurer Schule. Und mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, ich wünsche euch einen traumhaften Sommer voll süßer Erdbeerbowle, voll heißer Sommerflirts, mit ganz, ganz viel Sonne und womöglich auch mit Cool Talking. In diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal hier bei Cool Talking. Cool, das österreichische Jugendmagazin in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Cool Hits made in Austria. Ab sofort im Handel oder auf iTunes erhältlich.